Und wir gehen jetzt ins nächste Video rein, nämlich auf diesen Kollegen hier, Regie. Wir haben jetzt hier den unrasierten Patrick Teutsch. Ja. Und gucken, was jetzt hier abgeht, Alter. Ich bin gespannt. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde, wir haben heute ein weiteres. Warte, was hat der für eine Begrüßung? Hallo, meine, was? Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde, wir haben heute. Hallo, meine Masse, Freunde, was? Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehenden Freunde, wir haben heute ein Dreimal gehört, dreimal nicht verstanden, Freunde, sorry. weiteres Video. Und zwar gibt es heute mal wieder einen kleinen Formcheck, das Ganze. Hallo, meine Masse, Freunde. Freunde, jetzt machen wir einen Formcheck jetzt hier. Nicht in so einem höchst anabolen Licht wie bei Daniel im Home Gym, sondern an meinem Standardort in meinem heimischen Fitness. Nach der absolut Masse gehenden Freunde. Ach so, okay. Okay. Das ist eine Begrüßung, okay. Studio hier im Fit One. Das Licht ist weder besonders gut noch besonders schlecht, also relativ neutral aufgestellt. Das Ganze bei einem Durchschnittsgewicht von 92. 0,5 Geschwindigkeit. Nein, wir lassen auf sie. Der redet hier nicht viel, Freunde. Wir lassen das jetzt mal laufen. Kommt. Ich glaube, Patrick ist eher abgefuckt auf uns, auf mich. Den fuckt das jetzt hier ab hier mit Natural nicht, du bist nicht natural. Ich glaube, der ist ein bisschen sauer, ja. Der ist ein bisschen sauer. Anfangs fand er das noch cool, hat mir ein bisschen geschrieben, jetzt der ignoriert uns. Kim Schwarz, danke dir für 100 Kanalpoints. Killer. Einem Kilo, wenn ich richtig liege. Also heute habe ich 91,7 Kilo gehabt. Heute ist übrigens auch der letzte Tag des Diätzyklus. Bedeutet, ab morgen ist eine kleine Diätpause, Kalorien werden noch umgefahren etc. Dazu sage ich gleich nochmal was. Wir befinden uns 20 Wochen vor dem ersten Wettkampf. Ich bin gespannt, was ihr entsprechend zur Form sagt vor dem ersten Wettkampf. Okay, es ist erst 20 Wochen out. Okay. Weil der letzte Wettkampf ist dann nochmal 7 Wochen später. So roundabout, ja. Genau, so sieht's aus. Nicht lang schlacken, lass uns loslegen. Ja, wie man sehen kann, wurde die Push-Trainingseinheit 2 mit der Brustpresse begonnen. Hier eine kleine Anmerkung. Grundsätzlich packe ich mir immer die 5 kilo Geile Hantelscheiben Brustpresse kenne ich noch drunter, aus dem um FitX. eben nicht so tief rausheben zu müssen, was letzten Endes so ein bisschen in die Schulter reingrätschen kann, besonders wenn man relativ schwer trainiert. Die knallt richtig rein. Viel besser als normales Bankdrücken. Morgen habe ich das Shirt endlich. Geil, immer noch nicht ankommen. Ey, Digga, Ben 430. Bruder, bist du geisteskrank? Ben 430 verschenkt hier einfach 10 Abos, Digga. Was geht ab, Mann? Er verschenkt 10 Abos, Digga. Kranker Typ. Bruder, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Ben 430, für den kranken Support heute, den du an den Abend legst, Alter. Ehrenmann, Ben. Hype-Train Stufe 5, Level 5 sind wir auf 40%. Junge, was geht ab, Alter? Krank. Geil. Innerhalb der Übungsausführung würde ich sowieso ohnehin nie so tief reingehen, weil das letzten Endes meine aktive Range of Motion übersteigt. Dazu führt, dass die Ellenbogen irgendwie. War nicht zu Hause, muss im Kiosk abholen. Ach, okay, cool. Kannst mich ja drauf gerne verlinken am Shirt. Was hat der Patrick hier drauf? 5 15er Scheiben pro Seite. Sehr, sehr stark. Irgendwie nach hinten wandern müssen und das Ganze nicht mehr über die Brustmuskulatur getragen wird. Grundsätzlich vielleicht zur Diät. Ich hatte ja im letzten Video meine 3300 Kilokalorien vorgestellt in der finalen Woche des Trainings. Jovin verschenkt auch 10 Abos. Digga, was ist hier los, Junge? Boah, da ist er. Politeur, danke dir nochmal. Was sind das hier? Das sind doch diese Bits, ne? Ihr seid doch irre, Alter. Was geschieht hier heute? Was ist das bitte für ein geisteskranker Stream? Nicht normal. So, und auch nicht normal ist hier die Form von dem naturalen Typen hier. Zum Formcheck, Ja, krank. ich muss sagen, oder zumindest bin ich. Der ist sehr, sehr gut, der Junge. Danke für die Bits, Politeur. Du hast reingeschissen, Alter. Der Meinung, man sieht in verschiedenen Nuancen die. Ben 430 gibt wieder Knallgas. Ben, reicht jetzt, Digga. Wie viel Support kann man nur geben, Junge? Reicht jetzt. Killer, Alter. Formverbesserung, gleich wird es man auch noch im Rückenbereich sehen, aber auch eben, dass die. Boah, Junge, die Form
Von Patty, von Patrick ist wirklich böse, Digga. Wirklich böse. Brustmuskulatur schon deutlich mehr geteilt, deutlich streifiger ist, auch die Hamstrings Endlich keine Werbung, du sagst es, mein Lieber. haben sich wieder ein Stück weit gebessert. Grundsätzlich muss ich hier sagen, war ich recht zufrieden, was meine Stellung. Überlegt mal, ne? Der ist 20 Wochen vorm Wettkampf. Der hat 20 Wochen Zeit für eine Diät. Ich glaube, die Nettis peilen immer. Hat ja der Daniel Kubik genauso gemacht, ne? Die haben immer eine richtig, richtig lange eingeplante Diät und gehen wirklich ganz langsam mit den Kalorien runter. In den Symmetrieposen anbelangt. Natürlich die seitlichen nicht unbedingt meine schönsten, aber das macht im gewissen Maße dann ein ja, Maß an Muskelmasse hier, würde ich sagen, grundsätzlich wett. In der Front Double Biceps sieht man, wie ich aktiv versuche, mit meinem Kopf. Meint ihr, wie viel Kilo gehen da noch weg? Man sieht am Jahr, er ist nicht. Ja, wenn die zu krass ins Defizit gehen direkt, dann verlieren die zu viel Muskelmasse auf jeden Fall. Patrick sieht in Person brutal aus, trotzdem sehen die Stoffer-Jungs im Fit One Frankfurt anders aus als er. Ich müsste halt mein Live sehen, Alter. Bei Kubik war ich mir auch unsicher, bis ich dann Kubik in echt gesehen habe. Und seitdem glaube ich ihm, dass das der Natural ist. Gegenzusteuern, um eben nicht diesen schiefen Kopf zu haben. Wenn ich das gezielt mache, dann wird es besser, dann muss ich aber tatsächlich mich drauf fokussieren. Grundsätzlich war ich zufrieden, was auch die Front Lat Spread Pose anbelangt, weil eben die Schultermuskulatur nicht auf einer Seite hochgezogen war. Hier sieht man auch ganz gut, dass der Gluteus. Ja, der ist schon am Arsch sogar relativ trocken, ne? Und hat noch 20 Wochen. Was machen die Nettis anders, Alter? Auch freier geworden ist. Bei der Side Chest muss ich immer schauen, dass ich die. Guck mal, Beuger kommt schon gut. Der ist schon gut geteilt, gestreift. Brust ist schon gestreift. Schultern sind voller Arme, Adern. Und der hat nur 20 Wochen, Alter. Brustmuskulatur richtig aufziehe, dann sieht das bei mir tendenziell deutlich besser aus, als wenn ich das nur so halbarsch mache. Grundsätzlich bin ich auch zufrieden. Bauch ist da, gar kein Speck am Bauch, unfassbar. Wie sich die seitliche Trizepspose hier entwickelt hat. Mal der zweite Versuch für die Side Chest, wo ich eben nicht so aufgezogen habe, wie ich es initial gesagt habe und initial gemacht habe. Und dann wirkt der ganze. Ich glaube auch, Patrick wird jeden Netty-Wettkampf, so wie du es gesagt hast, wird er auseinandernehmen. Egal, wo der aufkreuzt, auftaucht, er wird die Veganer, die Naturaler, wird er dort, die Naturalen wird er dort schlachten, Alter. Ja, Luca, Cheat Days sind scheiße. Wenn, dann hau dir eine Cheat Mahlzeit rein, aber iss nicht von morgens bis abends nur Bullshit. Hab ich zwar heute so gemacht, weil ich mich immer noch im Umzug befinde. Ich habe keine richtige Küche gerade am Start, aber mach's nicht. Wenn, dann begrenzt es auf ein, zwei Mahlzeiten, dann geht's dir besser. Und danke immer noch für über 280 Zuschauer. Ihr seid der Wahnsinn. Oberkörper deutlich schmaler. Ja, wie gesagt, die Trizepspose kommt langsam auch ganz gut rein. Das ist immer so eine ja, Pose, die ist ziemlich pain, wenn man da ein bisschen fetter noch ist. Genauso wie natürlich die Rückenposen, wenn im Prinzip primär der Großteil des Körperfettes im Rückenbereich hängt und besonders natürlich auch gen Hüfte. Das hat sich bei mir. Da hängt halt noch ein bisschen Fett, ne? Unterer Rücken, Hüfte rum und untere hinten an den Hamstrings. Langsam gebessert, wenn auch noch ausbaufähig. Da muss ich immer ein bisschen mehr drauf achten, genauer zur Kamera hin zu posen, damit das Ganze ein bisschen ausgeglichener ist von der Perspektive. Da verzeiht die Auf. Max, kann ich dir nicht sagen. Ich habe lange keinen Maximalversuch mehr gemacht. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Kann ich dir Aufnahme nicht sagen, wie viel ich beziehungsweise drücke. die Kamera dann immer relativ wenig. Ebenso, wenn man sich so ein bisschen nach hinten lehnt, das deformiert dann immer ein bisschen zügiger. Deswegen je nach Perspektive. Ja, Beine werden bei ihm auch komplett durchgestreift sein, ne? Ja, das wird schon eine kranke Form, Alter. Ja, Mann, du sagst es, man kann sagen, was man will. Brutal. Egal ob natural oder nicht hier sogar, ne? Selbst wenn er im Stoffen wäre, wäre das eine Respektsache, ihm da Respekt zu zollen.
bei so einer krassen Form. Perspektive, die man wählt, dann schnell mal die Beine oder der Oberkörper ein bisschen stärker aussehen können. Grundsätzlich, most muscular Posen sind Posen. Digga, nicht nur viele, sondern kaum einer. Ich kenne, mir fallen gerade bestimmt 30 Leute ein, die ich kenne persönlich, die am Stoffen sind, die nicht mal so annähernd so aussehen. Mit denen bin ich generell weiterhin sehr zufrieden. Man sieht hier auch, dass die Brust weiterhin etwas geteilter ist. Ich denke mal, die Form hat sich grundsätzlich etwas verbessert. Ich glaube grundsätzlich, hier muss ich ein bisschen Tempo im Allgemeinen rausnehmen. Für die 20 Wochen würde mich natürlich... Boah, die Pose kommt geil bei dem, ne? Meinst du, der könnte in ungetesteten Wettern gewinnen? Ich denke schon. Vor allem, der könnte auch Classic Physik teilnehmen, weil die wiegen ja alle nichts, ne? Die Netties. Der wiegt ja nichts. Ja, man, stell dir vor, du gibst den jetzt ein bisschen Insulin, 6 Einheiten Wachs, 1000 Testo, dann noch Masteron und Tränen vor dem Wettkampf. Weißt du, wie der aussehen würde? Direkt. Volle Hütte rein. Der würde brutalst aussehen. Mich interessieren, was so eure Einschätzung. Ich persönlich fühle mich aktuell noch... Hat er doch schon drin, sagt Onkel Jacek. Onkel, jetzt hast du seinen Stack. Jetzt hast du seinen Stack verraten. Er wird abbauen, weil er weniger ist als sonst. Relativ wohl, obwohl ich natürlich in der letzten Woche jetzt gemerkt habe, okay, so langsam bin ich etwas ausgelaugt, was aber nach den 5 Trainingswochen dann mehr oder weniger normal. Ja, Freunde, das bleibt wie immer ein Geheimnis. Das wissen wir nicht, ne? Ob das jetzt natural ist oder nicht. Für mich ist der Verdächtigste aus ganz Deutschland. Zusammen mit Ludwig. Lars Ludwig ist für mich der größte Fake-Nitty der Nation. Trotz geposteten Blutbildsticker. Das hatte ich auch zum Anfang der Diät. Dementsprechend wird mir der Diet Break in Verbindung mit dem Deload, denke ich mal, ganz gut tun, um wieder neue Energie zu sammeln. Und dann müssen wir uns so ein bisschen sortieren, wie hoch dann die Zukunft. Hat einer im Chat von euch zufällig das Blutbild gescreenshottet vom Lars Ludwig, was der letzte Woche in der Story drin hatte? Ich habe es repostet, aber das ist weg, auch beim Story-Archiv. Man kann es nicht mehr zurückholen. Falls einer das Blutbild hat, bitte, bitte, bitte schickt es mir bei Instagram. Die Verlustrate angesetzt werden soll oder eben auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut. Und Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich hoffe, ich finde gut. Hat aber gar keiner gemacht. Ich finde gut. Wahrscheinlich hat das Video niemand zu Ende geguckt. Ja, dennoch, respektable Form. Geben wir hier natürlich einen Daumen hoch. Respektable Form, sehr geile Form sogar. Wir drücken Patrick da natürlich. Auf jeden Fall drücken wir ihm die Daumen und geben ihm jetzt auch einmal ich finde gut Kommentar und drücken ihm dann die Daumen für seine Wettkampfvorbereitung, dass da alles gut abläuft und er verletzungsfrei bleibt bis zum Ende der Prep. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.